Heute Regen, morgen Sonne. Und was dann? Herzlich willkommen zu meinem Informationsvideo über den Bau einer kleinen Wettervorhersagestation. Eigentlich war eine größere Station im Retro-Look und mit einem Farbbildschirm geplant, aber damit gibt es noch ein paar Softwareprobleme. Das Projekt habe ich nun zurückgestellt. Die Idee zu der kleinen Wetterstation stammt von der Squix-Webseite. Der Link dazu und weitere Links zu den Komponenten gibt es in der Videobeschreibung unten. Zum Aufbau des kleinen Projekts benötigt man nur wenige Bauteile. Ein kleines Experimentierboard mit 17 Löchern in der Länge und 10 Löchern in der Breite. Ein 0,96 Zoll Mini OLED Display. Ein ESP8266 Modul. Ein DHT22 oder DHT11 Temperatursensor und einige Verbindungskabel. Dazu kommt das 3D gedruckte Gehäuse zum Einbau der Bauteile. Da musste aber noch etwas nachgearbeitet werden. Hier nun der Verbindungsplan der einzelnen Bauteile. Zum Zusammenbau habe ich Verbindungskabel mit einem Stecker und einer Buchse an den Enden verwendet. Die Steckverbindungen wurden nach dem Einbau zum besseren Zusammenhalt teilweise zusammengeklebt. Zur genauen Kontrolle habe ich auch genau die Farben benutzt, die ich in der Schemazeichnung angegeben habe. Hier werden nun die einzelnen Komponenten mit der Basisplatine verbunden. Vor dem Einbau ins Gehäuse wurde einmal die Software getestet. Über diese wird aber noch einmal gesprochen werden. Es funktioniert alles, also weiter mit der Arbeit. Die Testplatine mit dem ESP8266 Modul wurde eingeklebt. Dabei wird beachtet, dass die Höhe des USB-Eingangs passt.
Das kleine OLED-Display wird mit einem Heißkleber fixiert. Die vorgesehene gedruckte Halterung, die passte nicht ganz genau. Jetzt bleibt nur noch die Software zu installieren. Auch diese gibt es auf den Blogseiten von Squix. Bevor man die Software benutzt, sollte man erst einige Vorbereitungen treffen. Dazu gehört die Einbindung der ESP8266 Module in die Arduino-Geräteauswahl und die kostenlose Anmeldung bei Wanderground und ThingSpeak. Dort generiert man sich einen API-Schlüssel, den man dann später in die Software einbinden kann. Links zu der Software für die Wetterstation und auch die entsprechenden Bibliotheken findet man wieder auf der Squix-Blogseite. In die Software trägt man nur die Zugangsdaten zu seinem Router ein, die Kennung SSID und das Passwort. Sowie die angeforderten API-Schlüssel. Es sollte auch je nach Wohnort der Offset für die UTC geändert werden. Nun kann die Datei kompiliert und auf das ESP8266 Modul geladen werden. Läuft alles richtig, dann funktioniert der Aufbau auf Anhieb. Meine Wetterstation wird mit einer Powerbank versorgt. So habe ich sie dann immer in meinem Blick. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch eine interessante Zeit. Schauen Sie doch noch einmal vorbei oder abonnieren Sie meinen Kanal. Und wenn es Ihnen gefallen hat, vergessen Sie nicht einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.